So, da sind wir auch schon wieder. Durchgebufft komplett. Und jetzt speichere ich. So. Bleib weg von mir. Er ist nicht tot. Ich kann ihn zurückbringen. Das war das Bitterste, was ich je so erlebt habe. Ja, okay. Die macht schon einer. Dann kann sie danach nämlich gleich mal hier diesen da machen. Am besten gerade nochmal. Und nochmal. Oh ja, nochmal. Warum auch nicht, ne? Ich meine, wir müssen die ja jetzt irgendwie hier down bekommen. Nein, das ist tatsächlich nicht Kartenkraft, sondern so als hier irgendwie was. Das ist. Ah, das sieht man ja, komm. Ah, ganz schön viel Blut da. Was ist. Was soll man das? Das ist wahrscheinlich das Feuer hier. Ach, wegen dem Dingens, da macht sie dann nichts mehr, weil sie jetzt Tiergestalt. Wieso ist die jetzt Wolf? Ach nee, stimmt. Das hat er ja automatisch ausgewählt, er ist jetzt aber bitter. Funktioniert es halbwegs? Ja, es könnte funktionieren. Wenn die Lane hier lang genug durchhält, dann könnte das funktionieren. Ah, es hat sogar... Oh, yeah! Freude! Es hat nicht funktioniert, er ist weg, er ist wirklich weg. Doch hat es, oder sind euch die Schatten und der Kampf entgangen? Nein, nein, ihr versteht nicht. Das Ritual hat nicht funktioniert. Ich war nicht stark genug. Diese Schatten waren nur Echos. Havel und die anderen, sie hätten mit dem Fürst der Schatten verbunden werden sollen. Seht ihr das nicht? Darum haben wir all diese Symbole, diese Markierungen gemacht. Ich sprach die Worte, doch ich war zu schwach. Oder vielleicht seid ihr einfach nicht wirklich böse. Ich weiß nicht. Havel sagte, er liebe mich. Er sagte, wir würden im Schatten vereint sein, verbunden mit diesem wunderbaren uralten Wesen. Etwas gedehnt ist gut. ich glaube nicht, dass Havel euch wirklich geliebt hat, Lisbeth. Die Worte, die ich sprach, haben alle in der Gruft da oben. Alle Leute, die ihr getötet habt, werden auf uns warten als Schatten. Großes Kino, dann bleibt in der Nähe, ich bringe euch raus. Wenn ein Ritual im Gang ist, sollten wir uns vielleicht umsehen, ob wir etwas finden können. Ich hab's geschafft. Ich komm nicht weiter. Ich habe zu viel Gepäck. Ja, den Satz, den kenne ich irgendwoher. Normalerweise bin ich immer der das sagt. Ah ja, bevor ich es vergesse, hier noch ein paar Leute. Gucken, ob die irgendwas haben oder so irgendwas. Was Nützliches. Oh, ich bin nicht so schwer beladen. Oh Wunder. Okay, der hat nichts mehr, der hat wohl auch nichts mehr. Hat der noch was? Nö, der hat wohl auch nichts mehr. Was ist das denn Schönes? Ich höre. Ich gerade dein Handwerk ist gefragt. Doch das Slow Motion hier. Aber dafür brauchen wir wenigstens mal keinen Schlüssel. Kuckucks. Hallo. Ah, eine Truhe. Aua. Und das bisschen Gepäck kann sie jetzt auch noch tragen. Havels Tagebuch. So, so. Wo ist denn das jetzt? Da. Also ich lese mir das jetzt mal nicht durch. Ihr könnt euch das ja durchlesen. Ihr könnt ja pausieren ein klein wenig. Ich mache jetzt weiter, weil ich habe schon generell etwas viel Zeit verdingst hier. Ich hatte vorher schon eine Aufnahme gemacht, wo ich... Ups. Ich höre. Wo ich bis hierhin irgendwie gespielt hatte. Und da habe ich auch schon bei den... die vorher schon down zu kriegen, saulang gebraucht. Und da nichts Großartiges, Wichtiges passiert ist, lade ich die Folge auch logischerweise nicht hoch und lösche die einfach wieder. Voll.
Ja, das war ja so klar, dass du mal wieder nicht mitgehst, ne? Hier, Faulenzer. Haben wir jetzt alle? Ja, sind noch ein paar. Ja, los, stirb schon. Geht doch. Okay. So weit, so gut. Ich raste jetzt nochmal so, also ich baff jetzt nicht mal komplett durch. Ah, guck mal da. Jetzt wird's lustig! Haltet mir den Rücken! Ja, baffst du mitten im Kampf durch. Mach das nur. Mein Wolf oder was immer das war, blockiert mich. Aber jetzt haben wir es ja gleich. Das dauert immer so lange. Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken! Vor allem bei diesen Viechern hier. Trifft man so gut wie nie. So, jetzt aber. Ah, ich lauf falsch. Da hinten geht's ja lang. Da ist schon die Tür. Oh ja, es ist schon ganz dunkel und ganz schön. Ich komme. Am besten ist es immer, wenn man die mit Magie wegfegt. Sterben die immer 10-mal schneller. Das kann ich tun. Gott, die haben jetzt schon zwei so Dinge abbekommen und leben halt beide hoch. Das ist doch ganz schön dreist hier. Die lassen sich so gut wie nie war. Ah ja, jetzt zaubert's noch. Na, jetzt ist das Ding wenigstens weg. Das muss ich hier lassen. Das Ding ist jetzt wenigstens relativ schnell gestorben. Das sind aber ganz schön viele. Ich höre. Ich bin schon fast da. Ich stehe doch hoffentlich wieder auf, oder? Ich glaube, der ja nicht. Meine Güte, die halten aber ziemlich lange durch hier. Ja, das war immer wieder klar. Wieso ist der jetzt wieder so langsam? Nein! Lauf, Zwerg! Lauf! Mach dich nützlich! Der ist schon tot. Das sieht man auch kaum. Ja, ich weiß, ich muss geheilt werden. Ich kümmere mich darum. Ich muss sofort stehen bleiben. Es ist echt einfach nur schlimm hier, ey. Haltet mit. Nimm das! Du triffst sie nicht, das gibt's nicht. Nee. Nimm das! Haltet
Haltet mir den Rücken frei! Alle sofort stehen! Alle sofort stehen bleiben! Das tut mir leid! Haltet mir den Rücken frei! Wie viel sind denn das noch? 3? Ich kann nicht mehr. Komm, das packen wir weiß, ne? Nimm das! Haltet mir den Rücken frei! Ah, den einen haben wir fast. Aber ich glaube, die haben uns noch vorher. Ja. Es würde mich nicht wundern. Also, die Gruft hier ist bisher das Dümmste, was ich bisher von all den Dingern hier hatte. Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! Komm, schon einen Treffer und das Ding ist weg. Ja, ich glaube, wir sterben vorher. Ja. Also, so langsam verliere ich hier echt die Geduld mit diesem Gruftding hier. Die Dinger hier gehen mir so auf den Sack, ey. Das gibt's nicht. Da muss man ja nach jedem Ding speichern. Oder, also ohne die Eleni ist es fast unmöglich. Also ohne Magie. Du triffst die ja überhaupt nicht, ey. Ich hätte echt sollen die nicht gar auswechseln hier für die Gruft. Das ist echt schlimm. Aber jetzt lebt die hier wenigstens noch, also. Es ist echt grauenhaft hier. Grauenhaft in dieser Gruft. Gruftig, grauenhaft, gruftig. Achso, ja, hier. Alter, die rennen mir noch nicht mehr hinterher. Das gibt's nicht in diesem Spiel. Schlimm, 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 schlimm. Naja, sollen die ihren Spaß mal gerade haben? Ich verwandle mich jetzt erstmal. Dann halte ich wenigstens ein bisschen was aus. Also hier bin ich echt angewiesen auf die Eleni. Ohne die läuft hier gerade gar nichts. Ich hätte sollen die Chroma noch mitnehmen. Also am besten nach jedem Fight rasten, damit ich hier die Blitzdinger da wieder hab. Das ist echt das Einzige, was denen irgendwie Schaden macht. Ich betone und wiederhole, das Einzige. Das ist ziemlich... Ah, wir haben es geschafft. Yay! Wildwutz, ahoi! So, ganz schnell rasten. Am besten renne ich einfach mit der Eleni immer voran. So. Die Kampfwutz... Hier kommt sie. Die Natur fordert ihr Recht ein. Na, die anderen Kandidaten kommen erst gar nicht. Das dauert mir alles viel zu lange. Komm schon, voll voll. Yay, geht doch. Müssen wir noch gerade was gucken. Ah, DPIA. Das ist auch egal, das werde ich von anders durchlesen. Dritter Grad. Ja, das reicht doch schon. Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. So. Dann nix wie weiter wieder. In den nächsten Kampf. Also wir müssen uns jetzt hier immer so durchrasten hier durch die Kämpfe.
Weil wir brauchen einfach die ganzen Zauberdinger hier, wie ihr schon mitbekommen habt. Anders da können wir es relativ gut vergessen. Jetzt haut das Ding hier kaputt. Alter, Jungs, ich bitte euch. Alles klar. Wie man es nimmt, Kelga. Dass ihr die arme Elaine hier alles machen lässt, ist nicht so prall. Das heißt immer Ladies first, aber dass man die Frauen dann immer gleich alleine ins Gefecht schicken muss. Nicht so toll, auch wenn sie eine böse Wildwurst ist. Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. Ja, das haben wir gleich. So. Einmal Eber, bitte. So. Jetzt mal das Inferno ausprobieren, wenn ich die Viecher jetzt früh genug sehe. Wo sind sie denn? Gegner! Wo seid ihr? Bin ich jetzt falsch gerannt? Ach, die Karte hat sich wieder aufgehangen. Ach so, beziehungsweise mein Dingens hat sich wieder aufgehangen. Na ganz toll. Machen wir es halt auf die alte Art und Weise. Das schafft. Bis jetzt sieht's gut aus. Jawohl. Wir haben's. Wir sind schon so gut wie draußen. Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. Können wir ändern? Ich trage im Moment etwas viel. Ja? Ist aber bitter. Ja. Wir haben alle gar jetzt hier Dings runtergedreht, geschraubt bekommen, wie auch immer. Ist ja schlimm, aber jetzt habe ich es ja wenigstens hier gleich. Isbeth, Abel war ein Lügner. Diese Schatten, sie waren überhaupt nicht schön. Du hast recht, es waren böse Kreaturen. Ohne euch wäre ich so geendet und ich hätte Kylie und meinen Vater nie wiedergesehen, sondern wäre ewig in diese Dunkelheit umhergewandert. Vielen Dank, dass ihr mich davor gerettet habt. Ich werde es nie vergessen. Ja, so sind wir halt. Wir kämpfen uns hier ganz schön viele Folgen hier durch die Gruft. Nur damit die nicht irgendwie da von den Schatten verzehrt wird oder als Schatten für immer rumwandeln muss, darf, soll, wie auch immer. Aber naja, ich bin froh, dass wir es jetzt hinter uns haben. Es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis die Dinger hier weg sind, aber naja. Ich speichere jetzt und bin froh, erfreue mich daran, dass ich es geschafft habe. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüss.